Herzlich willkommen zur 22. Folge des Gemüsefahren-Podcasts und damit begrüße ich wie immer meinen Co-Moderator Tom Arte. Hallo Tom! Hallo Arti Schocke. Ja, ich will immer das Schocke noch dazu sagen. Ich meine, du hast doch auch so einen coolen Namen. Schockt keinen, ja. Ja, wir machen weiter mit diesem tollen Spiel. Bury Me My Love. Auch wenn es uns langsam ein bisschen too much wird, um mal einen schlechten Wortwitz zu bringen. Aber wir müssen jetzt durch, ne? Da müssen wir durch, genau. Ich habe dir schon im Vorgespräch gesagt, ich würde vorschlagen, wir prügeln das jetzt hier mal ein bisschen durch. Also, dass wir jetzt vielleicht nicht mehr alles vorlesen, sondern versuchen, also wir klickern es vielleicht mal ein bisschen durch, bis wir zur nächsten Etappe kommen. Wir sind ja jetzt zum Beispiel noch in diesem türkischen Flüchtlingslager. Wir versuchen das vielleicht jetzt mal hier durchzuschrabbeln, dass wir dann weiterkommen, nach Mazedonien und dann nach Rumänien und Deutschland, was weiß ich, wie da die Route ist. Aber das Spiel ist halt einfach langweilig, ich muss ehrlich sagen. Aber unser Anspruch ist immer noch, dass sie möglichst nicht herkommt, oder? Das ist es, natürlich, natürlich. Ja. Ich Und denke, wir ja. werden so ein bisschen das, was da geschrieben wird, zusammenfassen, oder? Ja, machen wir so, ja. Weil das Vorlesen stresst wirklich ein bisschen. Puh. Nun gut, dann gehen wir mal rein. Und da haben wir wieder diesen wunderschönen Zitat-Startbildschirm. Genau. Ach, da waren wir stehen geblieben. Ja. Ach so, es gibt angeblichen, oder was ist angeblich? Es gibt einen Prostitutionsring, der von Türken geführt wird, in dem Lager. Oh nein, das heißt, sie muss schnell abhauen, nach Deutschland kommen. Ganz wichtig. So, schicke ihr das Smiley und dann. Ja, ist auch egal, welche haben wir schon festgelernt. Ja, und kannst du hier eigentlich mal die Maustaste hämmern, dass die schneller schreibt? Geht das? Nee. Nee, oh Gott, liegt Vielleicht ja kann so ich es auf lange. meiner Seite. Manche Frauen bestehen darauf, mich zu bezahlen. Ah, das sind ja so gut, die Flüchtlinge. Es ist so krass, was das für gute Ach, Menschen sind. sie ist ja Impferin, ne? Diese Genau. Frauen haben nichts mehr. Sie haben keine Ahnung, was morgen passiert. Und sie kämpfen ja schon mit dem Heute. Aber manche wollen mir am Ende einen Schein zustecken. Danke, Frau Doktor, dass Sie mein Kind gerettet haben. Oh Gottes Willen. Ja, das sind so gute Nimmst du Menschen. Das das ist Geld an? unfassbar. Ja, die Nutten sind raffiniert, die nehmen die Kohle an, hat mal jemand gesagt. Also, sie würde das Geld natürlich nicht annehmen, sie ist zu fein. So. Ja, das ist halt wieder auch hier, die Flüchtlinge werden auch nur in dem besten Licht gezeigt. Und es geht auch viel um Frauen und Kinder hier und die Oh, Männer, aber die wenigen, denen man in der jetzt. Geschichte begegnet, sie sind alle nett. Jetzt haben wir zumindest den türkisch-Euro-Wechselkurs. Das ist super. Ach Ah, komm, so. die soll richtig assi sein. Die soll das Geld behalten, was sie da irgendwie in die Tasche Nee, aber gesteckt dann wird. kommt sie ja besser nach Deutschland. Gib dir erstmal Aber UNICEF. so kriegt sie doch den moralischen Ach ja, Highground. stimmt, dann behalte es. Ja, genau, behalte es. Hast recht. Ah, das ging jetzt. Okay, ich konnte, oder? Konnte ich skippen? So, du Ah, fühlst dich bestimmt schuldig, wenn ich auf den sagte. Flieger drücke, dann geht es schneller. So, genau, jetzt schicken wir dir noch ein belangloses Irgendwas. Smiley, dass sie glücklich ist. Oh, jetzt kommen aber die Nachrichten rausgeballert, geil. Ja, wie gesagt, ich kann auf den Flieger drücken. Ach so, na perfekt. Aber nur sie können wir halt nicht beschleunigen. Die nur ist halt ein bisschen langsam. Gut, sie muss zurück. Sie hat noch ein paar Stunden Arbeit vor sich. Okay. Und die wurde jetzt Frau Doktor genannt, weil sie da diese Antibiotika verteilt hat. Ich frage mich halt immer noch, ist die wirklich eine Ärztin? Ich Nee, glaube es die irgendwie springt fast doch da nicht. bloß ein, ja. Aber dass man einfach so beim Einspringen, also die hat ja Sachen geimpft. Ach nee, das war diese Schluckimpfung, hat es gemeint. Diese Polio-Schluckimpfung oder so. Da muss er ja keine Spritze setzen. Ich bin kein Arzt, ja, ich denke es mir immer so. So, jetzt ist sie ein paar Stunden arbeiten, wie es aussieht. Genau, die soll mal die Kohle Das ranbringen. Arbeiten ist so hart. Ja, letztes Mal, das war so geil. Ich habe 6 Stunden gearbeitet, so viel habe ich noch nie in meinem Leben gearbeitet. So, Oh, warte, Gaziantep, wir was waren kommen. das, dieses Gaziantep nochmal? Ja, das ist so irgendein Ort, wo sie hin will. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was. So, genau. Sie hat den Gefühl, dass sie, oder sie hat den Gefühl, sie hat das Gefühl. Oh, du bist endlich wieder auf dem Weg nach Europa. Verdammte Scheiße.
bin auch froh, dass du gehst, dass du endlich. Ja, bitte, das ist wichtig, dass sie nach Europa kommt. Ach Gott. Das Spiel macht es uns nicht leicht, zu gewinnen, sozusagen. Ja, ich glaube, wir können hier nicht gewinnen. Das ist eine Tragödie, dieses Spiel. Vor allem, ich lese immer hier mit diesem MFS-Zentrum, denke ich, also ich vertausche immer in meinem Kopf die Buchstaben. Bei mir steht da immer Sowas. Ministerium für Staatssicherheit, aber. Ach so, um Gottes Willen, okay. So, wirst du jetzt etwas schlafen? Bald, wenn ich schlafen kann. Ja, jetzt denkt sie noch mal nach an den Tag. Jetzt kommt bestimmt noch mal so eine Predigt. Ach, wie toll die Menschen doch alle sind, wie die hier zusammenhalten. Ja, und was noch aus Was denen glaubst werden du, was mit den soll? ganzen Menschen in Nice passieren wird? Oh, Ja, also. ich nehme den Assi-Smiley, oder? Ja, genau. Du solltest sie wie andere Patienten betrachten, schreiben wir, okay? Ah, jetzt kommt bestimmt wieder die übelste Predigt. Ich wette das. Nee, du kannst das nicht und das sind alles Menschen. Wie mit dem Kind vor uns. Oder vor uns, Und vor die Wunden paar werden alle Folgen. heilen. Oh Gott. Ah, meinst du wirklich? Das weiß ich. Vor allem, wenn sich noch mehr so Sie ist talentierte doch und irgendwie engagierte Ärztin, Ärzte oder um sie was? kümmern wie du. Das muss eine Ärztin sein. Ja, das ist wirklich die absolute Vorzeigeflüchtlingsfrau, die sie uns hier präsentieren. Und vor allem ist es natürlich auch eine Frau und kein Mann. Und eine Frau ohne Kopftuch. Also Wollte gerade wirklich, sagen, und das mag sie auch nicht, genau, ja. die haben sich hier wirklich das beste Bild zusammen fabriziert, was es geben kann für die Flüchtlingsbewegung. So das absolute Vorzeigebild. Hör zu, da kommen ausgebildete Frauen, die sind Ärztinnen, die tragen den Kopftuch, die sind also kompatibel mit unserer Kultur und Religion. Also feuerfrei. Die So, gut. hohe Pforte, war das nicht in Konstantinopel da, wo die Tür offen war, Boah, dass sie keine damals das Ahnung. erstürmen konnten? Oh, da ist ja so ein bisschen muslimisch drauf, unsere Hauptfigur. Also wir selber quasi. Ich google mal fix die hohe Pforte. Ich meine, jetzt wo wir eh nicht mehr mitlesen. Ah, sie kann natürlich nicht schlafen. Sie denkt nach, Ja, du hast damit sie recht. dann morgen nicht wieder verschläft. Ne, Hohe Pforte war im Osmanischen Reich der Name des Tors des Topkapi-Palasts in Istanbul. Also in Istanbul. Ja. Du hast ja Konstantinopel gesagt, alles richtig. Ist er jetzt? Aber ich glaube, das war nicht die, die offen war bei der Belagerung. Die hieß, glaube ich, anders. Wahrscheinlich nicht. Ja. So, was schreiben uns denn die alle? Ich habe gerade Er auf hat auch Facebook mit Mohammed gesprochen. mit Mit wem welchem auch Mohammed? sonst? Ja, mit welchem Meine. Mohammed? Ja, genau. Welcher Mohammed denn? Welchen von den 40? Ja, geil. Ja, Mohammed A, B, C, D, E oder F. Und die 6. LA. Oh Gott. Jetzt schreibt er über diesen Mohammed. Er ist über Izmir gereist mit dem Boot. Jetzt wartet er in England auf Asyl. Ja, okay. Ja, England, okay, dann geht nach England, aber bitte nicht nach Dass er Deutschland. Asyl in Deutschland kriegt. Ja. Er hat gemeint, Also. dass er dich über Facebook kontaktieren wird, um dir ein paar Tipps zu geben. Interessant. Aha, also Tipps zur illegalen Migration gibt es dann vom Mohammed. Alter, Facebook ist auch das Schlepperkollektiv als Plattform langsam, oder? Also ist ja. Weiß ich gar nicht, ob die da andere Kanäle haben. Du kannst auch nichts anderes hier antworten. Ja, klicke Ach mal nee, ich durch. hätte ein Smiley nehmen können, oder? Warte, ich kann ein Smiley nehmen. Ja, immer raus mit den Smileys. Der Smiley ist das, was ich geschrieben habe. Ja, okay, geil. Ist Dieses ja absolut Spiel, geil. ey. Ja. Das Spiel ist wirklich gut. Multiple-Choice-Spiel bei Ja, Alice, ja. uns wird hier echt so eine freie Wahl vorgegaukelt, die wir gar nicht haben. Er hat mir die Kontaktdaten von dem Typen gegeben, der ihm aus Izmir rausgeholfen hat. Der Schamane, Basmane, Der Entschuldigung. Basmane. Vor allem Izmir egal. Ja. Ich könnte morgen einen Anschlussflug von Istanbul nach Izmir nehmen. Ja, das ist natürlich so Luxusflüchtlingsstory, ne? Mit Flug und allem. Was, die ist sozusagen schon in Istanbul, wo ist denn jetzt das Problem? Nee, morgen. Ja gut, sie ist ja bei Istanbul wahrscheinlich. Ja, dann setzt sie sich schön ins Flugzeug und dann Istanbul Kannst landen. du mal Kannst. kurz schauen, wo Izmir ist? Ist das nicht Ja, weiter weg? ich gucke mal kurz. Izmir. Izmir
Ist eine Stadt in der Türkei. Eine Millionenstadt. Ich zoome mal raus auf der Karte. Ja, die ist halt südlich von Istanbul sogar noch. Was bringt das dann? Ja. Naja, die will bestimmt dann mit der Fähre nämlich nach Griechenland rüberschippern. Also, Griechenland ist halt westlich davon, vielleicht. Oh Gott, kann auch hier so ein Entfernungstool, glaube ich, machen. Entfernung messen. Also von Izmir bis zur griechischen Küste sind es 150, nee, 270 Kilometer. Oder 260, irgendwie sowas. Gut, Das also heißt, wird's die Bootgeschichte. Geil. geil, schön im Und Boot. landet sie dann in diesem Lager mit dem Streichholz? Wie hieß Ey, es? war das Moria? Moria war es. Nicht Lesbos, genau. Moria. Ja, das habe ich letztens erst wieder gehört. Den Namen. So, was will sie denn jetzt von uns? Sobald ich in Istanbul ankomme, hüpfe ich einen Flieger nach Izmir. Hallo, Kykladen. Kykladen, ja gut, das Das ist ist ja so. diese Inseln dort sind das ja. Ja, genau. Das ist ja hier eine richtig schöne Weltreise. Und sie war wieder schön passiv-aggressiv, ne? Die ganze Zeit, ich kann nicht schlafen, ich kann nicht schlafen. Und dann habe ich sie aufgeweckt die ganze Zeit. Ja. Ja, ist klar. Wenn Und, ich oh, nur am warte, Handy hänge, 13:26 Uhr, sie hat wieder wenn du nur am verpennt, Handy hängst, dann kannst du auch nicht schlafen, wegen dem oder? ganzen Blaulicht. Deswegen Mhm. Blaulichtfilter installieren. Ja, Wichtig. der Lifehack der Woche. So, hier, nimm mal irgendwas. Ja, Baller das mal raus. angenehme Flug hier, komm. Ah, die ist jetzt geflogen, Naja. ja. Richtig Luxus, wie gesagt. Ah, gut, die ist ja Ärztin, die kann sich's leisten. Ja, der Flug ist nicht abgestürzt, sie wurde nicht festgenommen. Sie hat den Anschluss nach Izmir geschafft. Das ist mir alles Sie scheißegal. hätte auch ja sagen können, ne? Sie Also hätte es auch ist. einfach ja sagen können. Das ist halt wie ein Roman gemacht. Ich meine, Ja, im Roman aber. schreibst du auch nicht, sie ist angekommen. Das ist das Problem. Oh Gott, das ist halt nur kein Spiel, das ist das Problem. Ah, Gott, bla bla bla. Also, es ist wirklich, das ist wirklich hartes bla bla bla. Das ist wirklich unfassbar. Gut, dass wir das jetzt nur hervorlesen. Das Ja. ist wirklich dämlich. Du bist also ein Izmir, das hat sie doch gesagt! Hör Wobei, ich gebe zu, ich hätte das auch geschrieben. Also, so nach so einem elendigen Text, weil ohne Ja, dass genau. er auf die Frage gegangen hätte ich das auch nochmal. Und vor allem, nachdem sie dann irgendwie sechs Smileys geschickt hat, das ist dann so ein Punkt in der Konversation, wo man das irgendwie versucht, wieder auf sinnvolle Bahnen zu bringen, Ja. diesen Text. Und dann. Wo waren wir, so nach dem Motto? Genau, also den Mann kann ich noch so ein bisschen Ich bin fühlen. genau hier, so jetzt schickt sie uns ein Bild. Die Bilder sind auch immer schön hässlich. Schick mal das Bild hin. Ja, wollen wir das Bild oder wollen wir die beiden süßen Kinder im Hintergrund weiterhaben? Nein, 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 wir wollen das Bild. Okay. Toll. Ach so, ist eine Karte, sorry. Jetzt haben wir die Aber Karte ich. an der Backe. Kommt jetzt die Karte in den Hintergrund? Lass sehen. Ziemlich sicher. Bis jetzt war es Und ja immer so. Weißt du, wie scheiße das hier gemacht ist? Dieses X, um das wegzudrücken, das sieht man kaum, weil das Ach fast so. in der Karte verschwindet. Ah, okay, alles Geil. klar. Oh, warte, Aber wieso? guck mal, Oh, die wir haben die Kinder sind immer noch Kinder. da. Die sind So. offensichtlich wichtig. Das haben sie gemerkt, dass das scheiße ist. Ja, scheinbar, ich erinnere mich nicht. Also wir wissen nicht, wo die hin will und Ach alles. so. Und wir wissen natürlich, dass es Basmane war, aber wir stellen es Ja. mal dumm. Brisbane ist doch in Ja, Australien, das. oder? Ja, eben. Ja, die soll nach Brisbane, Ah, ja. scheiße, die hat uns schon wieder ausgenockt hier. Die hat sich erinnert. Ja, die ist einfach zu schlau, die Frau. Ja, Brisbane ist genau nördlich von Sydney. So. 8. März, 14:02 Uhr. So. Halbe Machen wir Stunde hier. später. Yay. Oh Und sie schickt nein. uns das nächste Bild. Junge, bist du auf der Flucht oder machst du Urlaube? Ah, die Kinder sind Jawohl. weg. Nein. Das ist irgend so ein Markt oder was Ja. in Izmir jetzt. Na gut, wie gesagt, Yay. ist mir egal. Also. Schau mal, wie niedlich dieser Ort ist. Oh, ist das Sie schön. macht wirklich Urlaub. Dann bleib doch dort, wenn es dort so niedlich ist. Türkei ist schön. Er sieht Glaub mir, aus. Warte, warte, da warte, machen viele warte. Leute Urlaub. Es Was du auf sieht. dem Foto nicht Was. siehst, es sieht außerdem aus wie ein Migrantenmarkt. Überall verkaufen sie Rettungswesten. Und der Anzahl der Leute mit Rucksäcken nach zu urteilen, gibt es eine Menge potenzielle Kunden. Ich meine wirklich eine Menge. Beim Migrantenmarkt muss ich irgendwie lachen, als könnte man dort Migranten kaufen, aber ja gut. Ja. Es ist ja auch nicht ganz unwahr. Also wenn hier Migranten 1 und 1 Kits sozusagen verkauft werden, oh Gott, oh Gott.
Es Also. gibt keine Schlepperindustrie, Zwinkersmiley, Nee, ja. genau. Vor allem an dem Ort, der an der Küste gelegen ist, günstig Richtung Griechenland, gibt es bestimmt keine Schlepper. Das ist dieser Kapitalismus, der wieder das Ich regelt, ne? frage mich ja jetzt Angebot und endlich, Nachfrage. ich frage mich ja die ganze Zeit, wie die das jetzt machen mit diesem ganzen illegalen Migrationsding. Bis jetzt war ja alles noch richtig. Ja, stimmt, sie ist ja Also nur ein die. Land weiter bis jetzt, ja. Genau. Sie ist nach weitergereist in dieses Lager bei Istanbul. Dann nach Istanbul und jetzt hat sie einen Flieger genommen. Noch ist sie auf türkischem Staatsgebiet, da kann sie ja machen, was sie will. Tu mal die Punkte bitte rausbauen. Ja. Ja, jetzt frage ich mich, das wird wahrscheinlich so in den Nebensatz kommen. Ach ja, jetzt hier, ich muss hier aufpassen, weil es gibt ja Grenzkontrollen. Ich frage mich, wie das jetzt alles so dargestellt wird. Das Thema Grenzkontrollen zum Beispiel Ich und sowas. kann mir vorstellen, dass die Grenzer sehr böse dargestellt werden. Natürlich, Und natürlich. sie Das sind als das halt. Opfer, weißt Genau, na sicher, das du? sind Und dann die dass Menschenfeinde und so. dieser Rechtsbruch, der wird da gar nicht Denke ich passieren. auch. Das Ne? wird man gleich merken. Baller mal Denn die es geht ja Smileys raus. um die Flüchtlinge. Komm, das ist hier ein Speedrun. Du musst klicken. Achso, Entschuldigung. Let's go. Ja. Klick, 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 klick. Du hast doch noch das Lembratbrot, meine Fresse. Ja, sie weiß nicht, was sie essen soll. Die hat doch das genau, das Lempersbrot, das Basusas oder so. Oder Basbusas, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich finde Lembrasbrot ist schon, Ja, passt das schon. Lemp. Heißt es Lempras oder Lempas? Passt, glaube ich. Ach, okay. Wie gesagt, ich habe den Film nur einmal gesehen. Kurzes Update zu Jetzt meiner frisst sie Lage. Falafel, Alter. Das Ja, jetzt ist sie in einem. Budget. Ja, jetzt ist sie in einem Restaurant, wo es Falafel gibt. Genau. Das ist wirklich wie Urlaub, was sie vormacht. Oh, ist das ein Gelaber. Los, los, los. Weiter, weiter, weiter. Mohammeds Bekannter will 900 Euro. Es würde morgen losgehen. 50 Leute, 9 Meter langes Boot. Aha. Er ist teuer. Und okay, und es gibt noch einen zweiten, der macht das für 1100 Euro. Ich nehme den Also Fremden, 200 der Euro teurer mehr. ist. Das könnte schiefer gehen, sozusagen. Er garantiert, dass auf dem Boot nicht mehr als 40 Leute sein werden. Ja, Alter, nun. du, ganz kurz. Die hat also so wie so eine Art, als würdest du dich auf eine Wohnung bewerben. So eine, wer kann mich Ja, rüberbringen? die hat Alle sogar Leute zwei angeschrieben. Angebote. Nee, Die hat und. sogar zwei Ja, Angebote. und die anderen haben noch nicht geantwortet. Also da gibt es irgendwie 50 verschiedene oder so. Ja, Alter, das ist krass. Das ist halt eine übelste Schlepperindustrie, die dort Ja. gefahren wird. Die es nicht gibt, Zwinker, Zwinker. Ja, Nee, gar nicht, gar nicht. Ja, klick mal ja. was. Ich würde sagen, das Teure. Ja, Das, weil ja. das ist ein Fremder und teuer. Das klingt sehr gut. Aber wir machen uns ja nichts vor, schaffen tut es so oder so. Wahrscheinlich. Aber hier ist mehr Drama, ne? Ja. Oh, jetzt rauscht es aber wirklich bei dir. Dein Lüfter geht wahrscheinlich ab an Ja. deinem Rechner. Jetzt ging es wieder. Ja, ich muss dazu sagen, der Arti, der hat das Mikro direkt an seinem Laptop stehen. In dem Laptop, ja. Im Laptop? Das hast du gerade gesagt. Achso, am Laptop. Ach so, ja, nimm doch den teuren. Hör doch, was der Hör Mann doch auf sagt. den Mann, genau. Ja, genau. Schweig, Frau. Okay, dann mache ich das. Ich So. halte dich auf dem Laufenden. Gut. 2 Stunden gehen Boah. ins Land, ich bin gespannt. So, ja. So, So, damit wäre alles hat also geregelt. bezahlt, okay. Sie hat mit dem Typen geredet. Ach, sie hat noch nicht bezahlt, sondern. Falk, Achso, sie. sie sagt sogar, dass es ein Schmuggler ist, also es ist ihr sogar bewusst, dass es illegal ist, Krass. ne? Ja, na klar, na klar. Ne? Wenn So, alles so läuft wie sie hätte auch geplant. sagen können, Der Fahrer geht's für oder die so. Überfahrt, genau, Ja, ja. Der genau. Cap Also das. bekommt es, ja. Aber man muss halt dazu sagen, dieser Schmugglerbegriff, da kommst du auch einfach nicht drum rum. Es ist halt nun mal Schmuggel. Da gibt es auch keinen anderen Begriff irgendwie dafür. Gut, es ist Fluchthelfer, Fluchthelfer, das wäre tatsächlich so ein Begriff, der mir noch einfällt. Aber es ist auch nichts anderes als Schmuggler. Mission Lifeline, Ja, ne? genau, und Sea-Watch und der ganze Käse. Oh, ich bin sogar gespannt, ob die hier auch 3 Meilen rausfahren und dann so tun, als würden sie kentern. Ja, Das genau. Das wäre noch das Allerschärfste, jawohl. dass dann die Gutmenschen-Seewächter kommen können. Genau. Hier, da ist Carola Rakete, die sammelt mich jetzt ein. Hier. So. mit ihren Treadlocks, ne, die sie nicht haben dürfte. Schreibt sie uns ihre Shoppingliste an Sachen, die sie mitnehmen muss. Ja, scheißegal. Immerhin die Schwimmweste, also wir kriegen ja schon Andeutung, was passiert. Fällt dir sonst noch was ein?
Ja, eine Ja, die Taschenlampe, ja. Reisesalplatten ist doch völlig egal. Ja, beim. Ja, scheißegal. Oh, jetzt tu dir noch was von Sirup labern. Wie schlimm ist denn dieses Scheißspiel? Oh, sorry an die Oh, Zuschauer, so, es regt mich nur auf. 19 Uhr, es wird spannend. Jetzt kriegt man bestimmt Ja. gleich ein Foto vom. Ja! Von, Nein! Vom Scheißschiff. Erklär mal bitte das einfach nur an. Jetzt haben wir das. Oh la Oh! la! Hui! Nutter? Das ist aber unislamisch. Was ist da Ja. passiert? An die reinen Zuhörer, wir sehen ein Bild von ihr im BH und da hat sie sich das Geld reingesteckt. So, warte, bevor es jetzt Na weitergeht. gut, Oh, so sie wie ich die ist. Mitfahrer kenne, ist es dort aber auch kein sicherer Platz. Das Geld. Ah, ich So. hab was. Guck mal, du kannst hier Ja, eben, wir sind die doch an Dinger der. anklicken. Wir haben doch die Karte. Ja, Ja. genau. So, genau, guck mal, jetzt ist mir und jetzt nach links ist halt die griechische Küste dann, nämlich diese Ja. Kykladen. Diese ganzen scheiß Inseln gehören ja alle Griechenland, ja. Also, Ja, da hast du es irgendwie so. theoretisch schon geschafft. Stimmt, Okay. ja eben, du musst einfach nur auf eine dieser scheiß Inseln kommen Mhm. wahrscheinlich. Und dann bist du halt auf griechischem Staatsgebiet. Gut, ich lob sie mal, dass sie das Ja, da reingesteckt irgendwas. hat. Ist ja egal. Genau, Hauptsache sinnloses Smileys. Jetzt schreibt sie ein sinnloses zurück. So, hat sie alles gekriegt, was sie da auf ihrer Wunschliste hatte? Tatsache, Mensch, selbst ist die Frau. Sehr schön. Ja, absoluter Hammer. Das Geld ist ihr auch noch runtergefallen. Es hat dann bestimmt einer so nett war, der hat es ihr gegeben. Aha. Okay. Rettungswesten werden auf dem Boot verkauft. Zu gut überteuerten Preisen. Ja, Ah. habe ihr Rettungsweste. Nur 1000 Euro. Ich dachte, es geht um 7 los, aber na gut, jetzt vielleicht um 8 los. Ah, jetzt haben wir. Ach Gott, den. Ah, okay, gut. Was denn? Jetzt haben wir der ihren Selfie da im Hintergrund. Ah, da Ja. war mir diese Ladengasse irgendwie lieber, aber na gut. Ich meine, die guckt doch übelst aggro, oder? Jetzt. Ja, finde ich jetzt nicht so unbedingt. Nicht? Nee, da bin ich mal der Teufelsanwalt. So, was will sie denn? Ach komm. Ja, die sagt halt, dass es eine komische Atmosphäre ist, weil entweder Ja, ja, ja. ist einer Flüchtling, Zwinker, oder er ist halt Schmuggler. Ja. Aha. Und alle starren sie an. Wahrscheinlich hat sie das Kopftuch wieder ab. Das Das Koch. Kochtuch. Das Kochtuch wäre auch geil. Ja. Das ist wahrscheinlich multifunktional, so ein Kochtuch. Ja, selbst ist die Frau, ja. Und das Handtuch nicht vergessen. Haben wir hier auf, Ja, was das per Anhalter durch die Galaxis? Ja. genau. Per Anhalter durchs Mittelmeer ist es hier. Immer schön Daumen raushalten und dann holt dich nicht das Schon Alien-Raumschiff ab, sondern die Corona-Rakete. kommt die NGO, ja. Ja, ich bin am So. Treffpunkt, keiner da. Ist er spät Oh dran? Gott, die hat wieder verpennt, oder? Ja, wahrscheinlich. Aber das Ich wäre kann gut, einfach. oder? Weil dann 1.100 Euro in den Sand gesetzt. Ja. Ich warte bis So, halb, dann rufe Spannung. ich ihn an. Die Spannung Oh. steigt richtig krass. Schon Sie ist nach halb. abgezockt worden. Geil, geil, Keiner geil. geht ans Telefon. Geil, jetzt hat sie 1100 Euro verloren. Arti, du bist da mal. Ja, und immer schön Ja, Delay, ne? genau. Aber wetten, der kommt noch, weil ist ja ein guter. Ist ein guter, richtig? Nee. Ah. Ja, wobei, ja, stimmt, ich meine, das Spiel kann ja auch Ja. nicht so ewig gehen, ja. Er hat Wir ja haben nicht jetzt geantwortet. Er schon ganz sagt, schön dass es ihm Strecke leid gemacht bis tut. jetzt, ja. Aber das Boot fährt heute nicht, weil das Wetter nicht gut ist. Er lügt. Er Dieser lügt, denn elende das Hund. Wetter ist schön, genau, dieses Schwein. Sie fahren los, wenn das Wetter gut genug ist. Ja, die wird es wahrscheinlich übers Ohr haben. Oh, Okay, der. es herrscht keine Eile. Bist du etwa in einem sicheren Ja, Zweitstaat? stimmt. Warum gibt es keine Eile? Also ist ja nicht so, als würdest du jetzt um dein Leben fliehen, oder? Ich meine, bist dort schön an der Küste, hast dort noch Falafel gegessen, gut Ja. eingekauft, warst shoppen. Ich sehe wirklich keinen Grund, warum die jetzt illegal rüberfahren sollte. Dieses Spiel regt mich nur Und auf. dieser Schlepper ist sogar noch ein Samariter, der gibt dir noch mal eine Chance, das zu reflektieren, es nicht zu machen. Ja, genau. Mache dir doch gemütlich, Griechen. Nee, in Türkei. Türkei Ist spielen. schön, ja.
Südküste, wunderhübsch. Ja, schick mal ein Bild, schick mal ein Bild. Das ist bestimmt. Ach Gott, Oh Gott, nein. warte, ich will. Ohne Fokus, komm schon, ohne Fokus. Ohne Fokus. Ah, scheiße. Vor Na egal, scheiß drauf, komm. allem hat er da auch sogar so ein scheiß Emoji reingeschoben. Schlafe gut, Ah, Mensch. fuck. So. Ja, mach's weg. Wenigstens war das nicht zum Hintergrund. Ne? Man Ja. muss die kleinen Dinge feiern. Ja. So, Das Spiel ist ein. also doch gut. So, 9. März. Ein neuer Tag. Ein Yay. neuer Tag. Ja. So, jetzt hat sie Alter, sogar noch was? geduscht. Das macht Also, mich das ist wirklich wie fertig. Urlaub bei der Frau. Ja. Die Flucht ist so hart, Die also. Flucht ist so hart, genau, dass sie auch die ganze Zeit schön schreiben kann. Mit ihren Herz-Smileys und so. Es waren unmenschliche Zustände. Ja. Es gab nur eine Dusche. Für eine Was hier? Person. 45 Euro. 45 Euro pro Nacht für das Hotel. So, erstmal schöne Anschuldigung hier. Ja, konntest du nichts Billigeres finden, Alter. Ich musste gestern die Abend die ganze Zeit an den Schmuggler denken. Also habe ich das erste genommen, was ich gefunden habe. Alter, es war 21 Uhr, das ist doch noch nicht spät. Ja, ich weiß nicht, die Rezeption, wie lange die so öffnen. Ich glaube schon, dass es das dann relativ zügig geht. Ja, Ah gut, okay. Türkei, da ticken die Uhren anders. Sintflutartige Regenfälle, es hat die ganze Nacht gestürmt. Ja, siehst du, da hatte der nämlich doch recht, der Schmuggler. Das Weißt bedeutet, du, dass wir was heute Nacht auch nicht fahren werden. Ja, mach mal Smiley hier. Während du hoch redest. Smiley, genau. Ich prognostiziere, dass sie dann mit diesem bekannten Schmuggler Ja, fährt, ne? wahrscheinlich wird Und sie hier dann werden sie wirklich was gerettet, umhauen. dann kentern sie und werden sie natürlich gerettet. Pass auf. Ach so, oh Gott, krass. Vor allem stelle ich mir vor, wie sie das die ganze Zeit schreibt. Wir sind auf dem Schiff. Es geht starker Wellengang. Die Brise weht in mein Haar oder so, so übelst romanhaft halt die ganze Zeit. Jetzt geht's ja auch Es riecht los. nach Fisch. Es bin nicht ich. So. Gott. Ah, Junge. Hier wird scharf geschossen heute. Wie sehr hast du das Spiel? Ja. Ja, sehr. Also das regt mich echt nur auf. Ich hoffe, wir schaffen es diese Folge, aber wahrscheinlich Oh, nicht. warte, er muss zurück an die Arbeit, natürlich. Er ist. Was, der Ja, arbeitet? natürlich arbeitet er. Bestimmt. Ja, Oh, wenn der aber. das ist, dann bestimmt irgendwie Raketeningenieur. Na, er ist doch Historiker oder sowas. Ja, für Das historische Raketen. heißt, Ja, keine er Ahnung. wird jetzt Das ist ja. für Gorillas arbeiten, Lieferdienst oder irgend so ein Das mit dem Historiker, das ist sein Hobby. Sushi, Er hat gerade Islamunterricht mit dem Shakel. kleinen Rihat. Leck mich am Arsch, heißt das Die doch scheint bestimmt bestimmt. langweilig jetzt, oder? Oder so, In ja. 1000 Zeichen. Vor allem, wie lange die immer brauchen, um einen so einen Buchstaben zu finden. Ja, Oh du Gott. musst ja das Caps einstellen, ne? Alter, jetzt. Okay, jetzt hast du es geschafft. 5 A's waren das und dann in den. Das erinnert mich an NEGE. Wenn du verstehst. Nicht so ganz, also ich weiß natürlich, was du buchstabieren willst, aber gibt es da irgendein Meme, was lustig ist oder so? Irgendein Ja, Video? das erinnert mich an Forenketten hier. Einer Ach schreibt so, ja, klar. Wie N. oft, es gibt es ja auch auf Twitter. Der erste schreibt N, der nächste Ja, I. klar. Der zweite G, der zweite komischerweise noch ein G, und man weiß gar nicht, worauf das hinaus ist. Oh, jetzt kommt aber Musik Oh, hier. Krass. das ist sogar mal neue Musik, oder? Haben sich richtig in Unkosten Ja, gestürzt. klar. Sie hat noch nichts Neues vom Schmuggler gehört. Oh shit. Geht es dir gut nun? Nein. Nein! Ich habe eine Nacht im Luxushotel verbracht. Ich habe Langeweile. Oh Gott, diese Emotion, die ich gerade spüre. Ist das krass. Oh, wie mich das mitnimmt. Gibt es keinen Fernseher? Warum spielst du nicht etwas? ja. Was soll sie denn spielen? Auf dem Geht doch Handy der Akku Candy aus. Crush oder so. Warum spielst du nicht auf dem Handy? Würde ich ja, aber ich habe keine Leben mehr. Weiß nicht, was das Bei bedeutet. Flappy Bird oder was? Das bedeutet, dass ich gerade nicht spielen kann. Ich muss warten. Es gibt nämlich nur ein Spiel fürs Handy. Mehr gibt's nicht. Ja. Könntest vielleicht meine FB-Einladung annehmen? Ich meine die Spieleinladung. Gott, jetzt labern die hier wirklich noch von irgendeinem Spiel. Es ist ja Urlaub natürlich. Ja, ist halt wie Urlaub. Ich habe keine Zeit zum Spielen nur. Aber du musst nicht mehr spielen. Nimm einfach die Einladung an, dann Ja, bekomme ich ich nehme gratis den. Leben. Das ist doch gerade so belanglos für die Handlung. Ja. Oh Gott, Nein, na aber gut, das die.
da wird unsere Bindung wird da stärker, weißt du? Genau, die wollen das halt auch so nochmal rausstellen, dass das auch nur ganz normale Menschen sind, wie du und ich, weißt du, die halt auch am Handy was spielen und so. Und das Kopftuch ablehnen. So, jetzt kommt Produktwerbung, oder? Ah, Mist, ich dachte schon. Nur zur Info, das Spiel heißt. Ja, genau. Ach so, FB, das war wahrscheinlich wirklich Flappy Bird. Gibt's Nee, es war daneben? Facebook, aber. Und da gibt es doch Ach verschiedene so, dann Spiele. Farmville oder sowas. Oder, ja, Ja. was weiß ich. Ich spiele Es, Spiele ja, auf sie Facebook. weiß selber, wie absurd das ist. Es ist die 4 Sterne. Ach, sie ist, ja, es ist ein 4-Sterne-Hotel Ja. und sagt, es ist die Hölle. Es ist absolut absurd, Ich war noch nie im was in diesem Spiel 4-Sterne-Hotel. Also abgeht. es Es ist muss absolut wirklich absurd. schlimm sein. Also Ja, es muss wirklich schlimm sein im 4-Sterne-Hotel, glaube ich ihr. Weil du denkst dir die ganze Zeit, fuck, hätte ich mal noch 50 Euro mehr bezahlt, wäre ich in einem 5-Sterne. Wahrscheinlich ist es auch so, sobald du so ein Handtuch benutzt, kommt schon die Putzfrau um die Ecke und tauscht es aus. Und Ja, du so, ah, das echte müssen Hölle, sie doch echte gar Hölle. nicht, dieser Stress. Also da, das sind wahrscheinlich auch diese berüchtigten Traumata von den Flüchtlingen, die wir immer hören, weißt du? Ja, Da wurde mehr. denen mal ein Platz weggenommen von einem deutschen Urlauber oder so. Die mehrfach traumatisiert. Ja, Die mehrfach haben traumatisiert. mehrere Hotels dort. Ja. Und dann ziehen da so übelst die Bilder am Kopf vorbei mit Bomben und Explosionen. Und dann ist da so ein Liegestuhl, der schon besetzt ist oder Da liegt irgendwas. schon das Handtuch drauf, Ja, ja. dann wacht sie schweißgebadet auf. Ich will da sitzen. Oh Ja, Gott. Was, wenn es nicht zu regnen aufhört? Alter, wir sind ja nicht auf diesem scheiß Ferengi-Planeten, wo es die ganze Zeit noch regnet. Das ist. Was erzählen die hier? Das macht mich fertig. Ferengi-Planet. Ja, es ist Türkei, das ist bekannt, dass es da nur regnet, Ja, ne? dieses Urlaubsland schlechthin, ja. Ja, genau. Schön an der Küste, ne? Ich google mal, ist mir Hotel, wie viel das so kostet? 45 Kannst du nebenbei Euro, vier spielen. Sterne Hotel war es, ja. Ich habe hier ja zum Beispiel das Max Marine Hotel, ohne Werbung zu machen, für 40 Euro die Nacht. Am 19. März, also könnte man sogar noch hier schnell buchen. Aber wenn wir das machen, Arti? Das ist besser als das Spiel. Kommt, da Ja, flüchtet man in die Türkei. wir können die Spesenrechnung tun wir den Spielerstellern hier, oder? Ach so, pardon, hier der Flug sind 40 Euro sogar nur. Was? Ach nee, stopp, im Hotel ist aber auch nur 40 Euro. Ah, okay, alles Also klar, perfekt. 80 Euro oder was? Ja, warte mal. Hä, also. Moment, ich gehe. Nee, alles klar, das Hotel 40 Euro. Alles klar, mein Fehler. Ich hatte halt so ein Flugsymbol gesehen, aber das war von der Plattform. Ja, 40 Euro für so ein Hotel, 4 Sterne. Oh, das ist aber günstig. Oh, ich will auch mal Izmir. So, jetzt singe ich hier irgendwas vor. Echt jetzt? Ich bin schon gar nicht mehr drin. Lang lebe die Mörderin, oh die Weise, lieben tue ich sie und sie ist alles, was ich brauche. Was zum Fick? Also wenn ich was Ah, singen warte, wollen würde. das ist aus Laila. Oh, warte, der Name ist ein Ja. bisschen Ja. nicht gut Wo gealtert. ist dieses Gedicht wirklich an Nur geschrieben? Nein, das ist aus Laila und Majnun. Ich habe bloß den Namen geändert. Ja, Laila, ja, okay. Ich bin also dein Tod, um es mit El Ich Bandi habe einen zu sagen. Kopf. Ja. Oh Ja. Gott. Mach mal ein Bild, mach mal ein Aber, Bild. ach Gott. Ah, Warte, das ist doch vor allem das Kusche recycelt. mal. Ja. Das ist recycelt. Ich meine, das kam nur 5 Euro, das Oh, Spiel, warte, ach und so. wird von Gebührengeldern bezahlt. Was erwartest Ja, der Zeichner, ja, der. Nein, oh Gott, dieser Bug. du? Dieser Bug. Das ist nicht deine falsche Anwendung, das ist ein Bug. Musst ja immer vom DAO ausgehen, ne? Der dümmst Ja, anzunehmende User. Ja. genau. Also das hier, der dümmste Oder anzunehmende ist es Spieler. eigentlich im Deutsch nicht dann der Dub, oder? Der dümmst Der, anzunehmende ja, Benutzer? genau, lass uns mal dabben. Das war was anderes. Ja. Matscht, ich habe traurige Neuigkeiten, schreibt sie. Deine Mörderin wird sich etwas weiter von dir trennen müssen. Oh Gott, sie geht zurück in die Heimat. Der Regen Ah, hat Mist. aufgehört. Ich dachte schon. Die Wellen haben sich gelegt. Mit etwas Glück geht es heute Nacht los. So Gott will. Alhamdulillah! Ja, ich arbeite ja noch an meinem muslimischen Soundboard hier, deswegen muss ich das ja, so schön vorlesen. So, es ist offiziell. Ich Heute Abend werde geht es los. illegal. Uhu.
von Treffen uns an einem kleinen Strand. Chesme oder so. Chesme, ja. Ist das ein Preis im Begriff? Ja, Das ist ein der hat Scheiß, immer das ist ein gutes Geld Scheiß, ist ein Scheiß im Sinn. Dolmusch. Was? Ein Dolmusch, das sind diese Busse in der Türkei, die du einfach nimmst, die Aha, okay. paar Ich war Cent noch nie in der kosten. Türkei. Warst du schon mal in der Außer es ist Türkei? natürlich der Schlepperbus TM. Ja. Wunder. Was ist das? Südtürkei, Antalya, die Ecke war das. Ah, cool. Gibt viele Dönerläden, die heißen so Antalya irgendwie. Lustigerweise in der Türkei gab es nicht einen Dönerladen, also außer am Flughafen. Ja, klick mal hier was an. Ah, du merkst schon, das Spiel ist mir mittlerweile so egal, dass ich lieber über deinen Türkei-Urlaub rede. Wir machen das jetzt hier bei ChatGPT. Stay in character. Ja, genau. Gott, du kaufst ja auf dem Boot, da ist sie teurer. Genau, da ist sie teurer und vielleicht kriegt sie keine mehr. Das wäre praktisch. Ich laufe doch nicht mit sowas die ganze Zeit durch die Stadt. Wie sehe ich denn da aus? Ach, warte, sie hat was mit Polizisten stehen auf grelles Orange. Ja. Nicht, dass auch noch die Polizei, die davon abhalten will, illegal überzufahren nach Griechenland. Oh Gott, Quatsch, jetzt mir geht's dir geht's gar wieder nicht nicht gut. gut. Oh, warum denn nicht? Die denkt bestimmt an die Kinder. Was ist passiert? Gar Gar nichts. nichts. Ich fühle mich einfach nicht gut. Es ist so Kennst du eine Frauenantwort. dieses Meme Nichts. mit der Raum also mit dieser Astronautin auf der Station, die genau so geantwortet hat? Wir haben ja ein Problem. Was ist denn passiert? Gar nichts. Ach so, geil, genau. Was wollt ihr? Knoten, bla bla bla. Nee, komm, Also atme tief. Atme tief. sie ist schwanger oder sowas, ja. Ach Quatsch. Der hat die doch monatelang nicht gesehen. Na gut, Ja. vielleicht hat die oben einen Ja, anderen gut, ja, genau das. gehabt. Ich meine, sie musste sich das Geld verdienen. Ich Das meine, vier Sterne-Hotels kann man sich sonst nicht leisten. Und die erklärt verlangen. den Hintergrund-Selfie hier gerade, ne? Ja, stimmt, genau. Von der alten BH. Also. Du hast es fast geschafft, nur. Du musst nur ein Meer überqueren. Und schon bist du in Europa. Yay, genau. Und dann gibt es gratis alles. Dann wird alles einfacher, Ja. richtig. Dann geht's Das nach Germany. Let's go. Spiel ist realistisch. Ist sehr realistisch. Das macht uns nicht mal was vor, dieses Spiel. So, Matsch, das geht mir immer noch schlecht. Oh, nein. Oh, sie hat sich Oh, sie gefangen. ist startklar. Also, das ist Um mit der 20 wirklich Uhr. so ein Auf und Ab, oder? Also, es ist hart. Ja, Und die ist halt nicht. bipolar, wie gesagt. Stimmt, das ist interessante Deutung, ja. Bitte schreib mich nochmal an, bevor du auf das Boot gehst. Ja, als Alter. würde sie das nicht machen. Ich schicke bestimmt noch ein scheiß Foto. Pass auf. Lösch den Kontakt von der und blockier die Nummer. Das würde ich nicht machen. Oh Gott, geht ihm auf den Sack. Update. Der Bus hat uns sehr weit vom Strand rausgelassen. Sehr weit. Da musste sie nämlich noch 5 Meter laufen. Sieht aus, als müssten wir den Rest zu Fuß gehen. Und es ist Nein. stockdunkel. Und sie hat doch keine Taschenlampe mit, weil wir ihr zu Reisetabletten geraten haben. Stimmt. Oh, die paar Leute wollen Schäkel, oder? Ja, klar. Ich sag dazu nichts. Scheiße, die haben Knarren. Okay. Natürlich haben die Knarren. Was meinst du mit, die haben Knarren? Naja, die müssen sich ja wahrscheinlich auch vor den, ich sag mal, vor den Fahrgästen wärmen. Also nicht, dass da immer auf dumme Gedanken kommen. Die haben gemeint, wir sollten die Handys ausmachen wegen dem Licht. Kann jetzt nicht reden. Ja, dann steck doch mal das Handy weg. Sie haben Knarren, hast du gesagt? So, jetzt wird wieder so eine Drohkulisse, so eine gefährliche aufgebaut. Das ist gefährlich, was die macht, diese Überfahrt. Echt beängstigend. Als Schutz für den Weg vermutlich. Ja, klar, wegen den Mittelmeerpiraten, die es da gibt. Die schießen wahrscheinlich dann auf das Boot von der Carola Die Rakete da. streiten sich um die Flüchtlinge, pass auf. Zwinker. Ja, genau. Das ist meiner! Nein, das ist meiner! Oh, jetzt schreibt sie auch noch mit Tippfehlern, Ja, weil weil sie sie so schnell schnell tippen schreiben muss. muss. Ja, 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 ja. genau. Ja, Das wäre krasses doch jetzt Stilmittel. die Zeit gewesen für so eine Voicemail. Aber da, ne? Ja, oh, wo der Typ vor uns singen wollte, wäre die Zeit für eine Voicemail gewesen. Ja. Aber das hätte wieder Kosten.
Oh wow, dieser Strand, schreibt sie. Sie Total ist. verdreckt. Ja, siehst du, genau. Das ist ein Grund, aus der Türkei zu fliehen, weil das ist total verdreckt. So viel Müll von den ganzen Migranten, die vor uns da waren. Okay, ja, da wisst ihr ja schon, was in Ah, Deutschland abgeht. erkenne ein Problem, ne? Ja, Und erkenne, jetzt geht's hier ein was. Selfie. Ach, Oh, natürlich. ja, wunderschön. Wir sehen Stunning and brave. eine, Aber. genau, eine tapfere Flüchtlingsfrau ohne Kopftuch natürlich in einer schönen Weste an einem vermüllten Strand. Aber jetzt mal Real Talk. Also, wenn mir einer sagen will, dass es nicht industriell ist, also diese ganze Ja, Fluchtmaschinerie, das ist hochindustriell. geh Mit dich mehreren begraben. Angeboten, die Es ist sie hat, unfassbar. mit Ja. festen Zeiten und dann gibt es noch eine Weste, die verkauft wird, was weiß ich. Ja, machen wir Gut, weiter hier. dass Schwupps. Poseidon jetzt immer dazwischen gefunkt hat die letzten 2 Tage. Okay. Ja, ein unangenehmer Gott. Mir haben nur die Kindergrößen gepasst, aber ich fand Ja, sie irgendwie. Ja, nice. komm. Ja, mach mal den. Huch. Ich habe allerdings den doppelten Ladenpreis bezahlt. Diese Also Abzocker. alles wie Diese Abzocker. geplant. Schäkel, Schäkel. Wie viel Budget hat sie eigentlich noch? Hast du mitgerechnet? Das kann doch nicht mehr Ach viel Gott. sein. Nee. Da hätte ich ja auch umrechnen müssen. Das war ja vor uns noch in einer anderen Währung. Boah, jetzt unterhalten sie sich noch, wie die Boote heißen. Es ist doch. Wir haben es doch verstanden. Sie ist ein Ja, absoluter Lichtmensch, die Frau. sie wird absaufen und aber gerettet Absolute werden. Lichtgestalt, ja. Hast du ein gutes Gefühl dabei? Nicht sicher, nicht sicher, ich zittere vor Gott Angst. Das schütze könnte natürlich dich, viel bla schlimmer bla sein. bla. Ja, Gott schütze dich, ja. Allah beschütze dich natürlich. Das Spiel verdient das nicht, dass du das so vorliest, wie es da steht. Das ist. Naja, aber es ist, ich Ja! meine, das ist ja nun mal ehrlich, wenigstens. Lesbos! Ich bin in Lesbos, geil, ohne Zwischenfälle. Allah, was nochmal? Alhamdulillah. Also ist alles gut gegangen, ja. Aber sie hat doch so ein Sektsmile. Ich dachte, das ist verboten. Sie ist doch eine aufgeklärte Frau. Ja, Sie aber ist doch bei gar nicht Schweinefleisch und islamisch. Alkohol hört der Spaß auf. Ne? Aber sie ist doch nicht islamisch. Ja, doch. Die wird auch Schweinefleisch essen. Hä? Die ist doch gar nicht islamisch, oder? Doch, doch, doch. Es ist ja noch nicht so wichtig, aber sie ist schon Oh, islamisch. krass. Okay. Ich habe so verstanden, weil die vorhin so immer so kritisch war und dein Allah und so. Also für mich klingt das so, als wäre die atheistisch. Na Ja, aber gut, die machen wir ist weiter. 100 Pro. Egal, ja. Du musst mir nichts erzählen, genau. Ich will das Ganze gerne hören. Ja. Fühle dich nicht unter Druck gesetzt, mir alle Details zu geben, nennt er das. Sehr diplomatisch. Nein, keine Sorge, es geht mir gut. Jetzt spalte ich den trotzdem zu. Ich zittere etwas, aber verletzt bin ich nicht. Zum einen waren wir zu Zu viele. viele. Viel zu viele! Es war doch nur 40. Ja, wir sind uns buchstäblich auf die Füße getreten. Oh nein, oh nein! Natürlich Ich stand sie stand bei bei den. den Kindern. Natürlich gab es da Kinder. Ich Also, wir kennen doch stand. alle Ja. diese Bilder von den Booten, wo nur Männer Ja. drauf sind. Diese, Vielleicht. wie heißt es, minderjährigen Ja. Schutzbedürftigen. Die Muffels, ja, die minderjährigen Die. unbegleiteten Ach, Flüchtlinge. unbegleitet war es genau. Ja, genau, die Aber sind natürlich da für dabei. die Bekleidung war sie ja dabei, also. Genau. Wenn so eine starke und tapfere Frau, das ist schon krass. Oh, jetzt weilt ihr uns hier echt zu. So, Roman, der Motor lief auf höchster Stufe, trotzdem sind wir kaum vorwärts gekommen. Mit denen, die Panikattacken hatten und den anderen, die sich die Seele aus dem Leib gekotzt haben, Aber ihr waren wir heiliger Sirup, permanent pass kurz vor den auf. Kentern. Ja, ich habe mit allen meinen Sirup geteilt. Ach, sie ist halt so gut, die ist halt so krass gut, die teilt alles und ach, ist das der Hammer. Als diese Flüchtlinge, wir brauchen die in Deutschland. Ich sag's ja, wir brauchen die. Und Das ist. sie schreiben sogar, dass sie gerettet werden mussten von den NGOs, also von den Schleppern. Geil, geil, geil. Ich Ja, weiß, machen wir dass das dieses, Smiley. dieses Spiel das alles so gut darstellen soll, aber letzten Endes ist das doch ein Offenbarungseid für diese ganze Schlepperindustrie. Naja, das Alter Problem Vater. ist aber, die Leute durchschauen das nicht. Ich meine, siehe die Steam-Reviews, 70% sind positiv, alle beklatschen dieses Spiel, wie toll das ist. Und es ist einfach nur der dümmste letzte Dreck. Na, jetzt ist halt die Frage, ob wir das aus unserer gefärbten Brille so sehen, aber ich würde es sogar bezweifeln, dass das so ist. Also, Das, was so ist. ich denke, wir können das noch ganz gut auseinanderhalten, ohne unsere eigene Naja, also Sache da ich meinte jetzt durchsickern zu ganz, lassen. wir sehen noch ganz objektiv, 70% haben das positiv bewertet auf Steam. Also ist es, weil was du sagst, die Leute durchschauen das, offensichtlich nicht.
Sonst würden sie es ja nicht Es gut ist die bewerten. Frage, ob diese Reviews gekauft sind, wie bei, keine Ahnung, um mal wieder so Ja. Anleihen zu nehmen, wie bei Lego, ne? Wie wir echt es schaffen, jedes Mal über den Held der Sterne hier zu sprechen. Das ist schon legendär. Der soll uns mal einladen, wer Wir was. werden von ihm noch gestrikt, pass auf. Ja, genau. Mit uns will er nichts zu tun haben. Ja, nee, Alter, scrollen wir weiter. Sie sind sogar, warte, Sie sind im Moria-Lager, geil! Ach, echt jetzt? Ja, jetzt steht hier Oh, oben. um Gottes Willen, Ja? da brennt es bestimmt gleich, weil der Pudding alle ist. Oh, Ja, schick ihr mal ein Bild. das gibt Drama. Ach, du Das gibt Scheiße. Drama, ja, genau. Oh Und ja, das hat man doch auch schon mal, das Pudding. er recycelt hier hart, also finde ich ja sogar irgendwie. Achso, ich muss irgendwie. Ja, der sitzt wahrscheinlich gerade auf dem Scheißhaus und hat keinen Bock jetzt Ja, ich zu schicke das irgendeinem alte Foto, das Ja, reicht schon. genau. Das, was du gestern bekommen hast, das hast du bestimmt schon vergessen. Du kennst Ich dich habe doch. 20 Minuten dran gesessen, diesen Smiley einzufügen. Ja, genau. Das muss ich jetzt auch benutzen. Oh, ist das krass. Jetzt Alter. schickst du uns wieder ein Bild und wie gesagt, total schön mit offenen Ist das Haaren. jetzt Ihr Und sie hat. Zertifikat, dass sie deutscher Staatsbürger ist, oder was ist Ja, das? genau. Sie hat da so eine Urkunde. Mit Peace-Zeichen. Ja, wie gesagt, die ist halt voll aufgeklärt westlich. Ich habe das Formular! Was ist denn das für ein Formular? BAföG-Antrag oder was? Ja, Kindergeldantrag. genau. Die sind hier gut organisiert, ne? Heißt Nein. das, warte, jetzt kommt's. Heißt das, dass du in Griechenland bleiben Nein, darfst? nein, nein. Das heißt, dass ich Griechenland innerhalb von 30 Tagen verlassen muss. Also ich darf 30 Tage hier bleiben. Dafür habe ich die Erlaubnis, glaube ich. Aha. Ja, die Griechen machen es richtig. Naja, weil es so einen Dummen gibt wie uns, die dann nehmen, ne? Ja, genau, die schicken die weiter. Und vor allem geben sie der schön auch noch eine zeitliche Befristung. So, hier in 30 Tagen bist du ja weg. Und da das ja wie so ein bisschen so ein Geschichtsreiseding ist, ist natürlich das Lager, ne? Das Lesbos-Lager steht auf dem Plan. Oder Moria, besser gesagt, ja. Sie wird in Lesbos übernachten, ja. Wie ist das Lager? Im Freien, umgeben von Olivenbäumen? Es wäre richtig schön, wenn es kein Lager wäre. Oh Gott, es ist halt ein Lager. Wie ein Zeltlager. Wie ein Ja, ein Ferienlager, oh Ferienlager, nein. Gestern noch im Vier-Sterne-Hotel und heute im Lager. Nein. Ja, der Abstieg ist hart. Ja. Der Abstieg ist hart. Und es Sieh, wie geht die immer Mächtigen weiter fallen. abwärts. Ja. Wenn ich Glück habe, bekomme ich sogar eine Decke. Aber wir sind's, warte. Guck mal hier, wir sind schon Ja, da weit, haben wir auf weit der gekommen Karte. heute, ne? Hey, warte, geh nochmal bitte auf das Bild. Zoom dann nochmal bitte ran. Weil wir sind ja hier drüben gestartet, Ja, also, am Moria, das ist. Ist das eine Insel oder ja. Ja, was? das ist eine Insel. Moria Ach ist die krass, die Insel ist ja und, super duper nah an der türkischen Küste. Die ist ja super duper. Lesbos ist die Insel und Moria ist das Lager, ja. Ja, Ei, ist das krass. also alle Inseln, die du hier siehst in der Ägäis, sind Ja, Griechenland. okay, das wusste ich tatsächlich so gar nicht. Ich glaube, Also, eine du oder hast es vorhin zwei. erwähnt, aber. Ja, krass! Alter Weil. Schwede! Das ist ja absurd, die Entfernung Lesbos zum Festland, wie gering die ist. Warte, ich mache hier nochmal Entfernung messen. Mit. Aber, oh, warte, ich glaube, wir lassen uns hier gerade mit durch die Kante gehen. Oh, warte, ich. Ja. Liest du das? Mach. Nee, In ich unserem will die Boot Entfernung waren fast messen. nur Syrier und hier sind fast nur 28 Kilometer. Afghanen. Ah, okay. Es ist schon komisch, ja. Wo sind die anderen? Das frage ich mich auch. Ich sehe niemanden vom Boot. Ja, die wurden wahrscheinlich erschossen. Die Griechen sind da Sie hart. sind ab. Deswegen musst du fliehen. Du musst aus Griechenland fliehen. Es gibt wirklich keinen Grund für die weiterzuziehen. Es gab schon in der Türkei keinen Grund. Aber schön, dass Sie zugeben, dass jetzt hier Afghanen sind. Was machen die hier? Ja, genau. Ich meine, in Afghanistan war da kein Krieg zu dem Zeitpunkt. Ja, Wirtschaftsflüchtlinge. Oder natürlich alles Schwule, ne? Die in Afghanistan verfolgt Die werden. Ortskräfte. Ja, die schwulen Ortskräfte. 12. März. Sorry, dass ich mich nicht früher gemeldet habe. Ich wollte etwas Akku sparen. Mensch, vorbildlich. Vorbildlich. Hast du gut geschlafen? Nicht wirklich. Während ich geschlafen habe, hat jemand versucht, meine Tasche zu Scheiß klauen. Afghan. Oh, ich glaube, dafür könnte man hier echt gestrikt werden. Das ist natürlich im Warte. Kontext des Videospiels zu sehen. Ja, alle Afghanen, die ich kenne, sind super nette Typen. Genau, ich kenne nur gute Und Afghanen. Typinnen, ich kenne ja nur Frauen, ne? Ja.
Ganz tolle Afghanen Oh, innen. und er macht den Hass, er fragt, wer war es? Wer Also, war es? Das wer ist doch war der egal. Täter? Und sie schreibt wie so eine gute Journalistin, das ist doch egal, genau. Sie hat ihr Ticket für die Fähre. Jetzt geht's aufs griechische Festland, sowas. Ich fahre heute Nacht ab. Was wirst du heute Nacht tun? Durch die Gegend laufen, okay? Ich glaube nicht, dass ich auf die Fähre bin. Bibi, bye bye. Blasphemie, Blasphemie. Okay, ich bin auf der Fähre. Jetzt zieht aber die Geschichte an. Schön. Morgen früh bin ich in Griechenland. Ich dachte schon, jetzt kommt Nächste hier wieder. Urlaubsstation Athen. Ja, ich dachte, jetzt kommt hier schon wieder ewige lange Story in Moria, wie tapfer die Leute sind und dann wieder so ein Kinderbild und alles. Aber das geht doch jetzt hier gut voran. Oh, sie sagt sogar, dass es griechische Kolonien sind, weil das gehören, sind ja eigentlich die türkischen Inseln, weißt du? Die gehören eigentlich der Türkei, Zwinker. Ja, sie Hä? ist wirklich in Athen, nein, oder? Bist du in Athen? Oh, ja, das geht ja schnell, ja. Nee, noch nicht, aber ich habe gerade etwas empfangen. Also kann es nicht mehr weit sein. Okay. Ja. Hurra, ich kann den Hafen sehen. Hallo Athen. Ich habe gehört, dass Busse auf uns warten, die uns nach Mazedonien bringen. Es Ich ist so kann mir kaum lächerlich. vorstellen, dass da Es genügend Platz für uns ist alles. so lächerlich. Es ist wie so eine, kennst du diese Busreisen, die die Senioren immer machen, diese Hurtigreisen und So Kaffeefahrten. nee, es Sowas? sind schon so Urlaubsfahrten, so Ja? sieben Tage Polen oder sowas. Ach Das so, ist ja. genauso hier. Da steht schon der Bus bereit. Genau. Und Und da ist der Animateur, der verteilt Luftschlangen. Nachts setzen wir mit der Fähre über nach Athen, dann können wir uns einen Tag die Stadt angucken und abends geht es dann mit dem Bus nach Mazedonien. Dort erwartet uns ein Vier-Sterne-Hotel. Dann schauen wir uns einen Tag Lesbos an. Ja. Und gehen dort noch etwas spazieren, dann geht's schön nach Alter. Athen, schön ins Museum, Die Akropolis Akropolis, begutachten genau. und dann morgen nach Mazedonien. Das ist die anstrengende Flucht. Ich habe etwas Oh. über Mazedonien herausgefunden, es ist verstopft. Das heißt, es geht nichts voran. Boah, krasse Witze hier. Es ist verstopft wie 5 Tage nicht auf dem Klo. Ja, Sie haben die Grenze 10.000. gerade komplett zugemacht. Schon 10.000 Menschen hängen hier fest. Alter, tun die etwa ihre Grenzen schützen? Das sind Nein. ja Nazis. Und nur Das sind 10.000 ja Leute, das glaubt ja keiner. Nazi-Methoden. Genau wie sonst überall. Zäune, Stacheldraht, Tränengas, Gummigeschosse. Alter, das sind ja schreckliche Menschen. Geben die etwa einen Schießbefehl an der Grenze? Der Satz. Warum sind es eigentlich immer die Länder, in denen sowieso niemand bleiben will, die den ganzen Ärger Ja, verursachen? diese scheiß Shithole-Länder. Diese Ich will doch Schitter. nur nach Alter Germany. Schwede. Naja, ich überlege mir gerade, warum sind es die Leute aus den Ländern, in denen niemand sein will, die den ganzen Ärger verursachen? Aber. Diese Gewagt. Kackländer mit ihrer Scheiß-Gastfreundlichkeit, Genau, diese verdammten Länder. So, vielleicht sind sie einfach gehässig. Ja, Ja, mach mal hier die ich sag mal den gehässig-Schiene. Hass, ja. Ja, mach mal den Hass. Avocado, Leute. Ja, sie lacht darüber, genau. Warte, bestimmt sind sie da. Ja, warte, jetzt bin ich gespannt, ob sie es erkennt, dass sie einfach nur ihre Grenzen schützen wollen vor illegaler Migration. Nein, sie sieht das so, dass sie gar nicht wissen, was für ein Geschenk diese Ja, Flüchtlinge eben. sind. Ja. Ich meine, die Frau ist Ärztin, hallo! Was tue ich denn, wenn sie mich nicht nach Mazedonien lassen? Ja, Vielleicht dann gibt es gehen noch wir eine andere über Option. Ungarn und Bulgarien. Rumänien oder sowas? Ich weiß es gar nicht. Muss ich jetzt. Na, Albanien, Bulgarien, ja, wäre so die nächste Bulgarien, ja. Station. Ja, Die wahrscheinlich geht es Bulgaren via sind doch Albanien. richtig gut, auf diese Leute zu sprechen. Ja, total. So wie ich. Du kommst näher an Schengen. Oh, Oh, ja, hier werden schon. warte. Sie schreibt ja sogar näher an Deutschland. Also das war, wenn ich mich nicht irre, bisher noch gar nicht so im Raum, dass es nach Ja, Deutschland eben. geht, Eigentlich ne? wollte sie ja nach England. Alter, Ja. krass. Ja, Jetzt gut, Deutschland ist haben sie halt dir das was erste. gefallen lassen. Deutschland ist halt das erste Luxusland, sag ich mal, auf dieser Reise, wisst ihr? Also, selbst Tschechien und Polen reicht da nicht. Also, es muss schon Deutschland sein. Und von da kannst du, ist dann wirklich Luxus. Da kannst du dich entscheiden, naja, ziehe ich jetzt vielleicht nach England oder nach Frankreich.
Und Wo ist das Essen die schöner? Wo ganzen gibt es mehr Geld? Based-Balkanländer Ja. hier. Mazedonien ist keine Option mehr, genau wie die anderen Balkanländer. Italien ist nicht nur unsere beste Option, sie ist unsere einzige. Boah, jetzt wird's philosophisch. Sie ist die einzige Option und die schlechteste. Hä? Naja, wenn es die einzige ist, ist es die beste und die schlechteste. Oh, ist das krass. Also mein Kopf explodiert gerade. Oh, ist das krass. Ja, schön, dass du das so durchballerst, danke, Adi. Was ist in Italien das Problem, dass da die Cosa Nostra noch ist, oder? Wobei im Süden hat ja auch schon verloren. Also das sind ja die Migranten am Drücker im Mafia-Bereich. Also ist doch Verstehe es alles auch nicht. wunderbar. Naja, das sind halt Nazis in Italien, ganz klar. Ja, Die kleinen Flüchtlinge einlassen. das war doch vor Meloni, ne? Und auch vor Salvini sicherlich. Ach Oder, Gott, na das gut, vielleicht ist Salvinis Regierungszeit darauf gefallen. Weißt du, das war doch von der Lega Nord, der Typ. Matteo Salvini. Er war von Juni 2018 bis September 2019 Innenminister und stellvertretender Ministerpräsident im Kabinett Conte I. Ah ja, also 18 bis 19. Jetzt gucke ich nochmal, wann das Spiel rausgekommen ist. Bury Me My Love, Stiftung Digitale Spielkultur und Arte.tv. Ja, das sind halt auch diese ganzen Gutmenschen-Stiftungen. Es ist rausgekommen am 26. Oktober 2017, also ein Jahr vor Salvinis Amtszeit. Als Und Innenminister. sie friert sich jetzt in Griechenland den Arsch ab. Ja, ist Ach, krass. lächerlich. Wer Bete kennt's niemand, dass nicht? ich es nach Deutschland schaffe. Alter. Also es macht mich wütend, wirklich. Es macht mich wütend, hier den Namen unseres Landes zu lesen, weil das ist so diese Forderungsmentalität, die ich hier so sehe die ganze Zeit. Und Ich natürlich, will und sie ich habe frame den es Anspruch. so, dass sie ja was mitbringt, ja. Ja, Aber und vor allem so, es ist so selbstverständlich, dass ich nach Deutschland darf und muss und so. Es gibt gar keine Alternative. Ich tue auch gar nicht in der Türkei bleiben. Nee, nee. und ich tue mich auch nicht von der Türkei aus für Deutschland bewerben, so den normalen Weg, wie man das früher mal gemacht hat. Genau. Nee, 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 nee. ich gehe einfach hin und sage Asyl und ihr werdet mich nie wieder Genau. los, ja. Die wollen mich doch, die wissen es nur noch nicht. Aber sie mussten ja schon die Denn Maske ich bin fallen Noor, die lassen, tolle Ärztin aus Syrien. dass in Lesbos ja die ganzen Afghanen sind, ne? Also es sind jetzt nicht nur Kinder, ne? Was ist hier? Passiert ja auch gar nichts, gerade Hier passiert dialogmäßig. gar Es nichts, ist. Alter. Schlimm. Du meinst ja, das ist wie so eine Graphic Novel. Sind die auch so belanglos? Also Nee, so andere Graphic Spiele? Novel nicht. Nee, nee. Wie nennt sich das sogar nochmal? Visual Novel, glaube ich, heißen solche Ah, Spiele. ja. Ja, Visual Novel Games, genau, da gibt es viele. Zum Beispiel, ich google das mal schnell. Doki Doki Literature Club, das habe ich nie gespielt. Genau, es gibt auch viel solche, glaube ich, solche anzüglichen so Anime-Spiele da Ah, auf okay. die Messe, wo du mit irgendwelchen Weibern laberst. Ja, schön, dass du Anime gesagt hast. It's Naja, Hentai ist es wahrscheinlich called nicht mehr, Hentai oder? and it's an art, Um das Nee, aber mal solche mit Spiele gibt es dem. einige. Aber ich möchte das nochmal rausstellen. Achso, jetzt kommt. Oh, Warte. was? Warte, jetzt kommt das Met hier. Da ist ein Lachen Hakenkreuz. Also ich sehe auch den Hitlergruß im Moment. Also Also die Leute marschieren wieder dort. Ist sie in der Ukraine oder? nee, sie ist noch in Griechenland. Ja, warte Sorry, mal. der war Ach zu nee, hart. Mats, warte was? Nee, wegen dem Hakenkreuz. Ja. Nee, sie ist glaube ich in Mazedonien angekommen. Ja, okay. Sieht das nicht total wie ein Hakenkreuz aus? Das finde ich auch. Warte mal kurz. Jetzt wird's aber hier, Mensch, ist eine Genau, wie ich befürchtet Hakenkreuzer. hatte, das ist das Symbol der goldenen Morgenröte. Also ist das ein peinlicher Designfehler oder eine Hakenkreuz-Variante? Das ist eine Hakenkreuz-Variante. Goldene Morgenröte ist die nationalistische Partei Griechenlands. Neonazis. Und die Hauptquartier scheint ganz in deiner Nähe zu sein. Also ich meine, sind die eine echte politische Partei? Die drittgrößte griechische Partei, um Gottes Willen. Das sind Nazis in Griechenland, im Parlament. Nazi- und Stasi-Methode. Am besten, du hältst dich nicht zu lang drauf. Ja, die wollen uns hier auch wieder framen. Die kann dort nicht bleiben, die Frau, weil es dort gefährlich für sie ist. Aber es war ja schon fast zu erwarten, dass irgendwann mal Nazis reinkommen mussten, oder? Also Ja, es aber geht nicht anders. also hier wirklich so eine.
keine Ahnung, so eine irgendeine mazedonische Partei, von der noch niemand was gehört hat. Vor Ja, allem, komm. jetzt mal ganz real. Woher soll ein Syrer wissen, was Nazis sind zu? Also, weißt du? Ich denke schon, dass sie das wissen, weil das wird ja in der ganzen westlichen, in allen westlichen Medien, und die konsumieren die ja auch, deswegen wollen die ja hierher, weil die das so vorgelebt bekommen. Jedenfalls in allen westlichen Medien wird ja ständig von Hitler und Nazis gesprochen und dass wir nicht Ja, mehr so aber werden sollen und Holocaust hier und da. also vielleicht setze ich mich jetzt hart in die Nesseln, aber es wird ja auch ziemlich oft bewundernd gesprochen, eben weil er einen gewissen anderen Warte, Glauben in welchen runtergestutzt hat. Medien? Nee, In welchen von Medien? den Leuten. Von den Arabern? Ja. Also, die finden Über das ja. Hitler? Ja, eben weil er eine andere Religionsgemeinschaft ja ein bisschen runtergestutzt hat, um es mal vorsichtig auszusagen. Ach so, oh shit, oh Ja. shit, oh, hey, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, das hat jetzt ein bisschen lang gedauert. Es gab ja Weiß auch, ich mal gar nicht. Muslimdivisionen unter Hitler. Also es ist ja alles Ja, ist klar. ganz seltsam Aber verwoben. gut, ich muss ehrlich sagen, da müsste ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen. Kann so sein, vielleicht auch nicht, ich weiß dazu nichts. So, oh Gott, ja, was schreibst du denn? Ist ja hier nämlich gerade ziemlich interessant einfach. Mithilfe der Graffiti könnte man bestimmt einen Plan der ganzen Stadt entwerfen. Ja, überall in der Stadt sind nämlich diese Nazi-Graffitis. Vorhin habe ich ein paar Nazi-Parolen gesehen, so wie Blut und Ehre, in Klammern so poetisch. Und dann waren da noch so große, bunte Kunstwerke und coole Aufkleber. Ich bin durch das Viertel mit hässlichen, normalen Graffiti gelaufen, das vor dem mit den Kommunistensternen kommt. Okay. Und jetzt bin ich in der Nähe der Ecke, wacht auf und gegen kulturelle Hegemonie. Wo Okay. Ast durch Anarchie-Symbole ersetzt wurden. Ja, machen wir weiter. Also ich lese jetzt hier mal ein bisschen wieder für die Zuschauer, weil das ist ja wirklich nett, was hier kommt. Hören sich Hier hören alle wie Sie. Pokémon an. Ja, gut. Ja, lustig. Das sind die Straßendamen, okay. Hast du etwas herausgefunden? Ne? Es gibt doch eine Art antifaschistische Gruppe, die Flüchtlinge hilft. Ja, Oh Gott. natürlich gibt sie das. Ja, Natürlich. ja, ja, Ich bin mir aber nicht sicher, ob das ein Gemeindezentrum, eine Bar, ein Speisesaal oder sonst was ist. Aha, also Sie bekommen jetzt die Adresse zu einer antifaschistischen Gruppe, die Flüchtlingen hilft. Also letztlich diese Karola-Rakete. Fluchthelfer, diese Ja. linksextremen Fluchthelfer, genau. Die dort irgendwelche Maschendrahtzäune durchschneiden und so und die Leute rüberlotsen und durch Flüsse schicken und was weiß ich. Mission Lifeline, ja. Ja, genau, dieses ganze Dreckszeug. Es gibt weder Schildernamen oder sonstige Hinweise, bloß eine gewöhnliche Tür. Sie, jetzt klingelt sie da freundlich bei der antifaschistischen Gruppe. Apropos Boah. Klingel, wie ist denn der Timer? Ach so, oh, Entschuldigung, ja, wir sind 1 Stunde, 2 Minuten. Also, wir könnten jetzt eigentlich erstmal Schluss machen. Ich würde vorschlagen, bis sie vielleicht hier irgendwie dann von denen weitergebracht wird, oder? Ja, genau. Gute Idee. Echt coole Ja, Leute sind natürlich das, sind das echt schreibt coole sie, die Leute, ja. Antifaschisten. Und Die ein unterrichten besetztes Haus Griechisch, hier. organisieren Spendenaktionen und Partys und sie haben dort ein besetztes Haus. Also ich finde es erstaunlich, wie wenig der Besitz anderer hier irgendwie die tangiert. Ne? Die sind eigentlich knallharte Egoisten. Ja, das ist Ja, klar. Und ja, und dass sie das. Ja, und es stört mich nach wie vor, dass 70% der Leute diesem Spiel eine positive Bewertung gegeben haben. Ich verstehe es nicht. und Gut, du es denkst waren nicht, auch dass das wenige. Copy-Paste-Dinger sind? Was eben. Ja, nee. So haben die sich nicht gelesen. Aha. Gut, man muss halt auch dazu sagen, es waren trotzdem wenige. Ich google nochmal schnell dieses Spiel auf Steam. Aber das waren nur 70 Bewertungen, die das Spiel insgesamt hat. Also. Aber dann klingt es für mich so, als hätte hier so der halbe Dreisat-Laden einfach Ja, mal genau. mitgemacht. Ja, 71 Leute haben dieses Spiel überhaupt bewertet und davon halt 70% positiv. Stimmt, das ist schon wenig eigentlich, vor allem aus mehreren Ländern und so. Du kannst ja international das Spiel dir holen. Und ja, dann 70 Leute, dann, also das Spiel hat quasi null Aufmerksamkeit gelegt auf Steam. Ich meine, ich gehe jetzt mal ganz kurz in die Einstellung. Wir haben hier 5 verschiedene Sprachen zur Auswahl, ja. Ups. Ja, Mr. Worldwide ist das hier.
Gott, man klickt jetzt hier nur noch irgendwas an. Also. Ja. Hier sind zu viele 60 Menschen. Migranten, okay. Mindestens 60 Flüchtlinge. Oh nein, ihr könnt dort nicht bleiben. Bitte geht nach Deutschland. Ich warte hier schon seit fast 4 Stunden. Dass ich eine Frau bin und ganz alleine, macht hier keinen Unterschied. Aha, das macht keinen Unterschied. Also sie wird dort nicht bedrängt oder so oder angemacht. Ja, das sind ja die guten Menschen dort. Ja, genau. Die anderen Flüchtlinge sagen nämlich, sie soll sich keine Sorgen machen. Ich finde es ja spannend, in dem Flüchtlingscamp hat sie sofort mitgeholfen. Und hier Ja. hätte ich sagen können, oh, ihr seid überfordert, wartet, ich helfe euch hier ein bisschen mit Kochen oder was weiß ich nicht, ne? Boah, Ha das wäre noch, Hauptsache, das ihr wäre zu setzt mich viel. nicht vor die Tür. Ja. Jetzt muss sie wohl leider wieder ins Vier-Sterne-Hotel ziehen. Es sind harte Oh Zeiten. nein. Das Und dann ist. in Mazedonien. Oh Sie ist ja Gott. noch in Griechenland immer, ne? Nee, sie ist doch jetzt in Mazedonien. Nee, ich glaube, das hatte ich vorhin falsch verstanden. Sie ist noch in Griechenland, Nee, deswegen ist ja diese griechische Partei-Slogan da. das war doch eine mazedonische Partei, meines Wissens. Hm. Das war eine mazedonische Partei. Ja, sie ist in Mazedonien, so habe ich es verstanden. Ach, Gut, ich will jetzt nicht egal. hochscrollen, also das ist, glaube ich, zu unwichtig, Scheißegal, ja. scheißegal. Vielleicht irre ich mich auch. Sie ist noch nicht in Deutschland, das wollen wir festhalten. Ja, das ist das Wichtigste. Oh, warte, und sie Ich hat frage ein sie so aus. 4-Sterne-Hotel und? Oh. Hast du eine Unterkunft gefunden? Besser. Ticket nach Italien? Besser. Direktflug Oh, Ticket nach Deutschland nach bestimmt. Deutschland. Ja. Ein Starbucks. Oh, ach komm. Erstmal Siehst du, hier das einen ist so Chai eine Latte richtig gönnen. schöne. We Genau, das ist so eine richtig schöne westliche Basic Bitch, wird uns hier wieder vorgelebt. Ja, da gibt es erstmal den Kürbis irgendwas. Frappe. Frappe Mokka, Kürbis. Was Weiber so gern trinken. So, jetzt gibt es hier nochmal Gelaber über ehemalige Erlebnisse mit Cafés. Ist super lustig. Mir egal, ich gehe trotzdem dahin. Das ist wirklich wie Urlaub die ganze Zeit. Und sie schreiben das alles noch. Sie isst Falafel, ist im Hotel, es geht schön in Starbucks. Dum, 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 dum. Und er ist ja ein ganz harter Arbeiter, wie es aussieht, ne? Ja, deswegen hat er auch die ganze Zeit zu schreiben. Der ist bestimmt super wertvoll in seinem Unternehmen. Er geht immer aufs Klo aus Der. Versehen. Ich würde sagen, der Mann ist Gold, wertvoller als Gold. Und er schreibt ja auch wirklich Da war immer instant zurück, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass er erstmal kurz noch irgendwie was. Ja, um die Ecke gehen muss, dann keiner hört oder so. Nee, nee, es ist. genau, der hat es die ganze Zeit am Start. Mach hier mal irgendwas. Ja. Ich finde es gut, dass wir das Spiel jetzt hier so durchrattern. Also, es ist wirklich Wenn besser ich, wenn so. ich dran denke, wenn wir das alles vorgelesen hätten, wir wären jetzt nicht mal bei der Hälfte. Also von dem, Nee, was wir heute geschafft genau. haben. Das, ja, In, das hätte wirklich keinen inklusive die Sinn gemacht. Ausreger, das ist. Warte Und ich denke, die Zuschauer verzeihen es uns. mal. Also. Sie schreibt wieder, wenn die Stricke reißen, ich gehe ins Hotel. Ist ja gut, wenn alle Stricke reißen, gehe ich in ein Hotel. Hast du so viel Geld noch übrig? 1180. Sei vorsichtig, du bist noch nicht in Deutschland. Genau, das ist nämlich das Endziel. Ja, wo noch nicht Milch und Ah, Honig wie gesagt, fließt. ich werde jedes Mal wütend, wenn ich unseren Landesnamen hier lese. Und ich gebe zu, bis jetzt habe ich immer dieses, naja, das ist, wenn, wie soll ich sagen, das ist ja jetzt nicht deren Schuld, dass wir so dumm sind als Land, aber dass sie das so knallhart letztendlich ausnutzen, das macht mich schon ein bisschen matt. Ja, na klar. Ja. Das sind eben am Ende des Tages doch super die heiligen und guten Menschen. Die sind dann auch egoistisch, nutzen das einfach aus. So. Ja, sie versucht etwas Spaß zu machen, weil es ist ja für sie scheiß Urlaub bis jetzt. Ja, genau, es ist ein schlechter Urlaub dort rumzuhängen im Starbucks. Das ist schon traurig. Also ich habe großes Mitleid mit der Frau. Weil Also, im Starbucks darf sie ihren Lieblingskaffee nicht. dass der Kaffee nicht umsonst war, also das macht mich betroffen. Genau, also ich meine, Refugees Welcome heißt es doch. Hallo, da muss ja gratis sein.
Wusstest du, dass es in Griechenland eine Beleidigung ist, wenn man seine Handpflicht zeigt? Okay, die sind doch noch in Griechenland. Mein Fehler. Ich dachte, die wären schon in Mazedonien. Da habe ich was verhauen. Ja, Griechenland, Mazedonien, Hauptsache Deutschland, wie ein weiser Fußballer mal gesagt hat. Ja. Vor allem, jetzt ist sie am Ende noch 3 Stunden in Griechenland. Wir wollten dann schon lange Schluss machen. Ah, sie muss doch nicht ins Hotel. Sie kann ins besetzte Haus. Yay. Aber ich genieße es tatsächlich, sehen, so ein bisschen den Matsch ein bisschen mad zu spielen. Ja, genau. Ein bisschen madig. Es reicht, antworte mir. Ich meine es ernst. Oh, bestimmt nicht vom Ich will ja nicht Abschiebeschutz. paranoid klingen, aber ich glaube, ich werde verfolgt. Bestimmt von Nazis. Oh, jetzt kommt die Musik. Jetzt kommt krasse Musik. Ich will mich nicht wirklich umdrehen. Und vor allem ist das Musik, die wir schon mal hatten. Ich Ja, ich wollte gerade sagen, bin das ist doch mir recycelt. sicher. Musik aus der Ja. Konserve. Hier, schieß ein Selfie. Die sollen mal bitte ein Selfie machen, was das für Leute sind. Das sind bestimmt glatzköpfige Nazis. Oder Afghan. Moment. Ich tippe aber auf. Oder Ich tippe aber auf nee, Nazi. das sind die Nazis. Ohne Oh Scheiß. ja, natürlich mit Alter, Glatze. jawohl. Alter, dieses Spiel, es ist einfach nur der Hass. Es ist einfach nur Ja, dumm. die 90er haben angerufen, es ist. Die 90er haben gerufen, ja genau, sie wollen ihre griechischen Nazis zurück. Wolle Uso kaufen! Scheiße, ich kann nichts erkennen. Sind sie schon länger hinter dir? Ich weiß nicht. Ich glaube, die nehmen jetzt Ist dieses spannend. Nazi-Narrativ, um dieses ganze, wir reisen illegal ins Land rein, zu übertünchen. Ne? Weil Ja, und um sie, das auch sie. letztlich zu rechtfertigen, dass sie Ja. weiterreisen muss, Ja, eben weil sie ja. dort nicht sicher ist, weißt du? Sie Und dann muss im ja nächsten Land um. ist sie wieder nicht sicher und in Oh, Polen ist sie warte. wieder nicht sicher, weil da sind nur weiße Leute, Ja. komischerweise. Komm, sie soll stehen bleiben. Bleib einfach stehen. Genau, ja. Dann sehen wir, ob Das sie ist an dir eine übelst vorbeireisen. schlaue Idee. Ja, übelst schlaue Ah, Mist, sie Idee. denkt leider Das mit. Risiko würde ich lieber nicht eingehen. Und jetzt kommt der Antifa-Mob und tut sie retten, pass auf. Ja, genau. Die guten Antifaschisten. Dieses Spiel wirklich. Es ist eine Frechheit. Kommt jetzt hier so ein Mario-Level, wo du so vor der Flutwelle weglaufen musst oder so? Boah, das wäre ja mal was. Nee, da müssten sie ja mal was Gescheites programmieren. Halt. Ist das jetzt vielleicht der Höhepunkt des Also. Spiels? Nee, ja, also ich finde, das ist der Höhepunkt der Dreistigkeit des Spiels tatsächlich. Naja, klar. Also wirklich, dass sie uns hier so Nazi-Geschiss hier verkaufen wollen, das glaubt doch kein Mensch. Dass Wo? die Ärzte, Flüchtlinge dort verfolgt werden von den bösen Nazis in Griechenland, wirklich. Die ohne Kopftuch da rumrennen. Die Frauen. Ist klar. Sie haben angefangen, irgendwas auf Griechisch zu rufen, die bösen Nazis. Sie sind 3 Meter hinter mir. Sie ist auf der Minnandruhstraße. Geh weiter, ich suche nach etwas. Oh, das ist ja wie im James-Bond-Film. So. Biege nach links, dort ist ein Lüftungsschacht. Ja, ich habe letztens Mission Impossible gesehen. Nein. Deswegen. Oh Gott, Da oh gab Gott. es tatsächlich so eine Szene. Das besetzte Haus ist zu weit, aber nicht weit von dir ist ein cooles Viertel mit Kneipen. Ne? Genau, dort kann sie Schutz suchen. Das sind sicher Leute auf der Straße. Ja, weil überall sonst sind keine Leute auf der Straße, wie Ja, hier. das ist. In Athen vor allem, in einer Hauptstadt. Alter, ist das schlimm, Und Alter. vor allen Dingen, sie hat Ich ja kann. versucht wegzurennen und jetzt sind sie immer noch hinter ihr. Also sie haben nicht versucht, sie einzuholen. Es ergibt null Naja, Sinn, die wollen oder? ja nur Angst machen. Nee, nee, Ja, nee, ja. doch, die wollen ja halt Angst machen. Bleiben immer 3 Meter im Hintergrund. Oh, jetzt geht die Musik weg. Okay. Und sind das jetzt Nazis oder sind es nicht Nazis? Nee, das sind Linke. Sieht man doch. Okay. Ach so. Ach so, sie haben hier, warte mal, nee, sie haben hier das Handy weggenommen und tippen da jetzt was rum. Ah, okay. Alter, warte mal, ich muss das jetzt mal vorlesen, was wir geschrieben haben gerade. Das ist so richtig schönes Kanaken, Araber-Slang. Deutsch. Hurensöhne, Walla, ich werde euch finden und euch eure eigene Scheiße fressen lassen. Ihr verdammten Schweinesöhne. Das hat dieser Matsch gerade geschrieben.
Kannst du mal gucken, was das hier heißt? Helada, Eniga, Helada. Giantus, Elinis, Malakat. Nochmal, warte, einmal, Gier, ja, Eldines. Ja, und du kannst währenddessen weitermachen. Ja, ich google das mal fix. Das heißt bestimmt Griechenland den Griechen oder sowas. Das wäre krass. So, ich gehe dazu auf DeepL, das ist der beste Übersetzer für sowas. Es lädt mir heute langsam so. Ach so, erkannt finde ich, nee, das ist so griechisch. Sie hat ein paar Griechisch. Blessuren. Scheiße, kommt leider nur Kauderwelsch raus. Dann probier es nochmal beim Google-Übersetzer. So, griechisch. Ah, okay. Griechenland ist für griechische Idioten, kommt da raus. Aber wahrscheinlich ist gemeint, Griechenland ist Griechenland den Griechen oder so, weißt du? Und Ja. Malakka heißt übrigens Scheiße, das weiß ich. Oder, ja, es ist sowas wie Scheiße. Dann ergibt die Oder Nachricht da verdammt. keinen Sinn, oder? Naja. Oder ist das nicht sogar sowas wie Arschloch? Warte mal. Ja, Arschloch wäre schon wieder noch Malakka. realistischer, ja. Ja, ich glaube, sowas in der Drehe, ja. Also, ich kenne das aus Assassin's Creed, das habe ich sehr gern gespielt. Ja, da gibt es ja Odyssee, was in Griechenland und Spielen, da sagen die ganze Zeit Malakka, aber da ist es halt so wie Scheiße gemeint. Ich denke, das ist so wie Kurwa. Weißt du, das ist ja auch Ja. eigentlich ein Schimpfwort, aber was auch als Scheiße benutzt wird. Zuckerblatt. Ach so, warte mal, sie haben ihr in die Rippen getreten, sie angespuckt und sie ausgiebig auf Griechisch beleidigt. Alter, die wurde jetzt echt überfallen? Ja. Oh, warte, oh Gott, ich habe jetzt die ganze Zeit gegoogelt. Das ist ja wirklich das pure Met jetzt hier. Sie haben ihr den Rucksack und das Handy abgenommen und sie hat nur noch Geld und ihren Pass. Aber Alter, krass, ja. sie hat ja das Geld im BH, sie ist immer noch reich, ja. Ja, stimmt. Ja, Griechenland ist krass unsicher, ne? Das sind die Nazis. Nur, dass du es wisst. Griechenland, denke ich. Wer waren diese Typen? Goldene Morgenröte vermutlich. Genau, das waren die bösen Nazis. Wie Es ist sie doch hier so die unmöglich. Parallele zu Endzeit der Weimarer Republik aufmachen, wo überall die Frauenhänden die Leute einschüchtern. Ja, Ach komm. es ist wirklich eine Frechheit. Also, ich finde es einfach nur frech. Das ist ein Narrativ, von dem habe ich noch nie gehört. Es ist pure Dreistigkeit, ja. Also, die müssen es halt irgendwie in so einer Geschichte, wo halt die Flucht das Haupt, die Haupthandlung ist, weißt du, da musst du halt auch so ein bisschen eine Rechtfertigung liefern, warum die flieht. Aber warum sie halt weiter Dann migrieren müssen sie dann. halt Ja, so, ja. Ja. genau, da müssen sie halt so eine Scheiße bringen. Sonst würde man halt sagen, naja, keine Ahnung, da könnte man das so ein bisschen in einem Satz abtun, weißt du, und dann redst du mehr darüber, wie schlimm das in Syrien war, weißt du? Also wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, ist das ja so ein roter Faden, der sich durchzieht bis jetzt. Also die Türkei, da dieses Lager, das war irgendwie auch nicht so ganz sicher. Da hatten sie ja geschrieben, da ist so eine komische Stimmung in der Luft und so, ne? Und da ist ein Prostitutionsring von Türken, ne? Stimmt, das war auch Da haben noch. es Frauen nicht sicher, Hier genau. sind jetzt die bösen, ja, Athener-Nazis. Jetzt ist übrigens der 14. Ich März, würde wollen wir sagen, vielleicht hier wir mal. machen hier einen Cut, sobald die erste Möglichkeit kommt, ne? Genau, würde ich auch sagen. Aber so hat mir das auf jeden Fall deutlich mehr Spaß gemacht und ich denke mal den Zuschauern auch. Ja, wir haben auch Das ist ja wirklich gut Käse, das Strecke Spiel. gemacht. Ah, ich dachte, ich kann was. Ich dachte, ich kann spielen, aber es spielt sich wieder von selbst. Wo ist sie jetzt gerade? Bei irgendeinem Antifaschisten. Ihre Wohnung ist voller Genau. Bücher über die arabische Renaissance. Im Regal stehen noch mehr Bücher. Aha. Nee, und sie hat wieder. Jetzt lass mich doch mal spielen. Oh Gott. Es ist kein Spiel, es ist eine Büchernovelle. Willst du damit sagen, dass sie in demselben Bett schlafen? Sie und Daphne. Oh Ja, je, klar. ganz unislamisch. Sie ist Studentin. Ja, wie gesagt, sie ist halt eine total aufgeklärte junge Frau. So, jetzt können wir hier was auswählen und Ach, für Gott uns ist sei das Dank, das war jetzt eine so das Tour. Signal, um aufzuhören. Ja. Und ich muss sagen, ich habe ja gedacht, wir schaffen das heute durch. Nee, vielleicht schaffen wir es aber nächstes Mal. Ja, ei, ei. Aber es ist schon Es ist wirklich too irgendwie auch much. Es krasses ist. Met. Also, jetzt ist es gerade Matt, aber. Ah, es wird halt auch gestreckt, ne? Also, es ist höchstens noch eine Ja. Matt-Brühe im Moment. Eine Matchprüfung. Okay. Ja.
Ja gut, wir haben ja schon irgendwie geahnt, was wir uns da vornehmen letzten Endes, aber Dass es so das schlimm ist so hart. wird. Ja, also tut uns Gefallen und klickt mal hier an den Knöpfen. Amen, ja. Amen. Ja, das ist Das war das YouTube-Gebet. unsere Aufwandspauschale für euch, ja. Ja, genau. Gut, ja, Tom, würde sagen, reicht für heute. Mal schauen, wenn wir den finalen Part, ich beschwöre es, durchspielen. Oder durchspielen Ja, lassen gucken von wir mal. diesem Spiel selber. Also mich Okay. triggert wirklich tatsächlich, dass man hier so wenig machen kann. Es Ja, nervt. klar. Ich hätte mir V auch viel vom mehr erwartet. Inhalt Ja, das wollte jetzt, ich vorhin mal ansprechen. ja. Ich hatte es ja schon mal in der ersten Folge erwähnt. Es gibt halt solche Art Spiele, wo man ein Handy bedient, die wirklich gut sind. Sowas wie Simulacra. Das kann ich wirklich den Zuschauern empfehlen. Da kannst du halt verschiedene Apps bedienen und so einen Detektivfall lösen quasi. Aber das hier ist wirklich ein Mucks. Also, wenn ich jetzt so an Leons Identität denke, da war sogar mehr auf dem Handy zu tun, als man es hier macht, ne? Ja, Und da war total. das Handy Und wie? so ein Nebending. Und das hatte eine gute 3D-Grafik, voll vertont. Das hatte auch schöne Rätsel, fand ich, rein vom Game Design. Ich meine, Ja. der letzte Dialog da war Murks, aber ja, das war viel, viel, viel besser als das. Und das ist wirklich, hat Geld gekostet und ist von Arte mit unseren Gebührengeldern entwickelt worden. Ach stimmt, das hat ja auch Schrecklich. 5 €. Das habe ich schon wieder verdrängt, dass das Ja, noch ach so, nicht mal für lau war. Es ist übrigens zurzeit im Sale für nur 1,50. Also es ist gestern im Sale gewesen oder Scheiße. heute. Ja, das wäre billiger gewesen. Aber wenn die Zuschauer jetzt noch Lust haben, lasst euch den Sale nicht entgehen. Nur 1,50 für dieses Meisterwerk der Spielekunst. Ich meine, ihr könnt ja dann alternativ den Befeuerer spielen. Wir spielen ja hier aus der Rolle des Bremsers. Aber ihr könnt ja sagen, Ja, ihr könnt genau. ja die Refugees Welcome-Rolle übernehmen. Und mal schauen, ob ihr schneller seid als Genau. wir. Ob ihr an Tag 2 Da schon geht in das Spiel. Deutschland seid. Ja, da geht das Spiel bestimmt ganz anders. Ja, es gibt wahrscheinlich wie so einen Trick bei Far Cry 3 oder so, da musst du ja 10 Minuten warten und dann gewinnst du das Spiel am Anfang. Was? Gibt Okay. es wahrscheinlich. Naja, okay, das ist mal eine Geschichte für einen anderen Tag. Die Zuschauer wissen, was ich meine. Ja. Gibt es so ein lustiges Easter Egg. Ja, okay. Ohne das jetzt hier weiter in die Länge zu ziehen. Ich sag den Zuschauern Tschüss. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, Arti. Und wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play. Bis dahin, haut rein. Tschüss.